So Leute, wir sind schon wieder ins Wasser gesprungen. Wir können es kaum erwarten. Wir möchten endlich mal wieder richtig festen Boden unter die Füße haben. Und zwar, na klar, hatten wir jetzt schon diese Insel, ne? Aber wir wollen eine feste Insel haben. Eine bewohnte Insel. Und das heißt, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zur Zinnoberinsel. Aber erstmal müssen wir Veronika ausschalten. Wir reden wie so ein Elite-Killer, ey. Ja, mal gucken. Also im letzten Part konnten wir auf jeden Fall gut Pokémon fangen. Ist auf jeden Fall ganz gut für unser Pokédex, ne? Weil wir wollen ja die 150 erreichen, beziehungsweise jetzt in dem Falle 151 schon. Weil wir jetzt schon Mew bekommen hatten. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Orangina, ey. Kannst vergessen, ey. Ich klatsche dich weg, dann ist der Kampf vorbei und mich schläferst du nicht mehr ein. Es sei denn, es wirkt danach noch. Das wird jetzt mal interessant zu wissen. Aber ich glaube nicht. Oder schlafe ich jetzt noch ein? Ne, das hat gereicht. Okay, perfekt. Perfekto. Aber ich glaube, jetzt gibt es hier auch nicht mehr wirklich groß was zu fangen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich hier schön durchrushen. Wie gesagt, ein paar Trainerkämpfer noch, ne? So einen durchtrainierten Körper wie meinen sieht man selten. Zeig mal her. Du heulst doch auch gleich wieder. Hast du gleich wieder Schnodder an der Nase? Möchte ich von dem Gegenteil beweisen. Ja. Fischgesicht ist so ein Fischgesicht, aber ein gutes Fischgesicht. Nee, das macht ja gar keinen Schaden mehr. Level 44, ja gut, aber er hat ja auch keinen Step, ne? Das ist halt. Doch, wobei, er hat doch Step, ist Wasser Psycho, ne? Glaube ich, Starmie. Sternus ist, glaube ich, nur Wasser und Starmie ist schon Wasser Psycho. Toxa, wir bleiben mal drinnen. Ja, schade, dass wir keinen Step haben. Na egal. Ihr seht, schaffen wir es auch so. Die KI der NPCs, die ist so dämlich. Jetzt gegen Wasser-Pokémon setzt die Surfer ein. Statt sie weiter mit Gift-Hieb macht, in der Hoffnung, dass ich noch vergiftet werde. Aber dann hätte ich richtig gekotzt. Aber gut, wir setzen Surfer ein, ist okay. Er wird Krabhammer einsetzen, das ist eine richtig widerliche Attacke. Finde ich jedenfalls. Ich finde, die haut schon gut rein. Da er keine Verteidigung hat, ist das kein Problem. So, Guido wurde besiegt, seht ihr, der heult. Doch nicht so ein durchgetrainierter Körper, der Guido. So, Vogel-Pokémon-Trainer. Drei Hyperbälle, schön. Ist natürlich kein Problem für unser Lapras. Ich glaube aber, wir sollten uns nochmal heilen. Den Kampf wird sie sonst nicht überstehen. So, weil ich denke mal, die Vogel-Pokémon werden höhere Initiative haben. Und so müsste Lapras, denke ich, schon ein bisschen Schaden einstecken. Wir waren da schon ein bisschen an der Grenze, ne? Ibitaka wieder mit seinem ekligen Bohrschnabel. Bohrschnabel ist schon eine heftige Attacke. Ne? Mach gut Damage. Ja, sag ich doch. Ja, doch, macht Damage. Dass wir Damage machen, ist keine Frage, aber wir müssen ja wie gesagt noch ein bisschen tanken. Wenn der Typ jetzt drei Ibitax hat, ey. Und Dodri, ja gut, wird wahrscheinlich auch einen Bohrschnabel haben. Und initiativenmäßig auch besser sein als wir. Ein Sprungkick sogar, Alter. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr effektiv. Yay, 52. Aber du bist nicht mehr das beste Pokémon. Und Taubos.
Aber was kann Taubos, um uns noch zu töten? Ich glaube nichts mehr. Klingsturm müsste es ja eine Runde aussetzen. Luftschnitt ist, glaube ich, zu tanken. Das macht nicht viel. Genau. Oh. What? Was geht denn da ab? So, riskieren wir es oder riskieren wir es nicht? Wir riskieren es natürlich. Wir pokern wie immer. Und... Hohoho, Alter! Sehr schön. Toll, aber wir sind zurückgeschreckt. Dann bringt mir das jetzt auch nichts. Ah. Ja gut, aber der Move. Der Move zeigt mir Lapras Will. Lapras Will. Und deswegen wird Lapras geheilt. Und dass es doch mal dieses Taubhaus wegrotzen kann. Alter. Ja, das war eine knappe Sache, ey. Echt knapp. Ich glaube, wir wären gestorben, aber unser Lapras findet uns so toll, dass es einfach sagt, nee, ich will nicht sterben. Na ja, komm, machen wir einen Eisstrahl jetzt hier. Jetzt reicht es hier mal. Man muss ja mal wissen. Man muss mal wissen, wann es reicht. Der Eisstrahl, denke ich, ist ganz gut. Sind die Flügel einfrieren lassen. Schwerer Sturz. Schön. So, Lapras kraucht langsam so ein bisschen, ne? Von Energie her. Mal schon wieder heilen, habe ich jetzt auch keinen Bock. Mal gucken, was noch kommt. Wir heilen erstmal nicht. Ah, da ist noch einmal. Da ist ein Tentacher. Ja, müssen wir wieder hoch. Guten Tag. Zinnoberinsel hergeschwommen. Du bist von der Zinnoberinsel hierher geschwommen. Warum hast du deine Klamotten an? Hä? Warum? Blitzer. Ja, was auch sonst, ne? Was auch sonst. Ob die ahnen, dass ich mit dem Lapras kämpfe? Ja gut, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wenn nochmal einfrieren, wird nicht funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass er jetzt irgendwie mit dem Donnerblitz oder sowas angreift. Und von daher... ein Doppelkick. Okay. Stimmt, na klar, auch wegen Eis, ne? Ich hätte jetzt aber einen Donnerblitz erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was ist denn jetzt los, ey? Akani, was ist los? Willst du mich hier beeindrucken? Und das hast du geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich. Du wirst auf jeden Fall nicht aus dem Team geschmissen. Ein sehr gutes Pokémon-Team. Ja, ich denke mal, so soll es jetzt auf jeden Fall bleiben. Das ist das finale Team. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich Mewtwo zum Schluss in mein Team hole, weil ich habe das Spiel dann durchgespielt, ne? Denke ich. Und dann brauche ich eigentlich auch kein Mewtwo mehr in meinem Team haben, weil man kann ja erst in den geheimen Dungeon da, wenn man halt die Top 4 besiegt hat. Klar, ich kann dann irgendwie nochmal öfters die Top 4 besiegen, aber wer macht denn das? Also ich habe das früher gemacht, aber ich habe die Zeit nicht dafür, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt das Team und das Team und das Team in die Ruhmeshalle reinhauen. Macht so jetzt keinen Sinn an der Stelle. Naja. Macht es für mich jetzt eher keinen Sinn, das jetzt im Team zu nehmen. Ist halt auf jeden Fall gut, das dann zu haben. Ich denke mal, das werde ich auch mit einem. Ja, das werde ich probieren, mit einem Hyperball zu fangen. Weil ich will den Meisterball aufheben. Im Fall der Fälle, falls es doch irgendwie einen Trick gibt, ne, dass man da irgendwie was verdoppeln kann. Ja, ich weiß nicht. Da ist bestimmt irgendwas. Bestimmt ist da irgendwas. Dass man. Ja, Mann, ich glaube. Die haben das Ding noch nicht rausgehauen. Bestimmt nicht. Und einer findet noch einen Cheat. Die arbeiten doch bestimmt schon daran, ey. Die fahren doch schon die Routen ab. So. Donnerblitz. Und let's go. Wiedersehen. Oh, das ging gut. Aber jetzt ist Ausdruck auch von nicht Ausdruck, Fischgesicht von Donnerblitz. Ja, nicht mehr. Ja, kann sie jetzt jedenfalls nicht mehr einsetzen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Da müssen wir jetzt ein bisschen wechseln. Aber Akani macht jetzt auch keinen Sinn, mit Akani gegen die Wasser-Pokémon hier zu kämpfen. Ich will jetzt aber auch nicht so viele Äther schon aufs Spiel setzen. Na ja, komm. Gehen wir mal Unkraut ein bisschen leveln. Ach, guck mal, wir haben schon geschafft. Da sind wir ja schon, Mensch. Haben wir noch echt viel Zeit über?
Toll, da ist gar nichts. War ich da schon oben? War es die Insel? Ja doch, das war die Insel. Ja gut, da war ich da schon oben. Und da ist kein Wunder. Da ist kein Wunder, dass da nichts mehr ist, ne? Was in letzter Zeit total angesagt ist, Pokémon zu tauschen natürlich, Mann. Hast du etwa keine Bindung zu deinen Pokémon? Was ist nur los mit dir, Mario? Geowas. Schönes Pokémon. Hält aber nichts aus, wenn Pflanzen-Pokémon dastehen. Gegenüber von ihm. Aber ansonsten ein richtig cooles Pokémon. Feuerfee erreicht Level 49. Sehr schön. Pinsir. Feuerfee, du bist dran. Also ein Käfer-Pokémon gegenüber. Ein Pflanzen-Pokémon ist nicht schlau zu haben. Der Käfer fressen ja auch durch die Blätter sich, ne? Na, eine kleine Eselsbrücke. Wobei es ja auch Kampfattacken hat, ne? Geowurf und Giolitino in so einem Schrott. Kannst ja auch. So, Mario ist besiegt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber schöne Pokémon hattest du. Musst du nur ein wenig mehr trainieren. Da wird aus dir irgendwann auch mal ein richtiger Pokémon-Meister. Ja. So, letzter Trainer. Im westlichen Teil der Zinnoberinsel gibt es ein Labor. Mein Vater arbeitet da. Ah, ich weiß auch, was für ein Labor. Melissa. Setzt Golking ein. Golking, wen haben wir vorne? Unkraut. Das passt ja. Das passt ja doch mega sogar. Lolek, let's go. Hier deine Energie, dein Blut und lass dich aufsaugen. Yay, Golking ist zerstört. Komm, wir bleiben mal drin, ne? Ihr wisst Risiko, ne? Ja, ich weiß, wir sind im Typennachteil. Doppelt sogar. Psycho und ja, Psycho geht auf Pflanze und auf Gift. Wir sind ja auch ein Typ Gift, glaube ich. Wir sind Pflanze Gift und Ace kann sie halt auch, die alte. Aber was soll's? Ja, komm. Ja gut, komm, mega sauber, komm. Das wird Schaden machen. Oh ja. Aber wir können uns ein Glück heilen. Deswegen können wir noch einen tanken. Einen können wir noch tanken. Oh oh. Das wird hart. Alter Unkraut, was geht bei dir? Bist du ein kleiner Tank geworden, oder was? Unkraut hat sich bewiesen. Unkraut ist bereit für die Top 4. Nice, nice. Ach Manu, habe ich schon wieder verloren. Ja, hast du. So, let's go auf die Zinnoberinsel. Da sind wir. Wie man hier immer auf diesem Balken hoch und runter gesurft ist, um dieses blöde Missigno zu bekommen, ey. Oh, herrlich. Ja, das klappt jetzt hier gar nicht mehr. Ach, guck mal, der hat Magma. Na, na, na. So, wir heilen unser Team erstmal natürlich. Das ist natürlich das Erste, was wir machen. Und wir hören uns mal am Pokémon Center um. Und gucken mal, ob da irgendeiner wieder rumlungert, der unseren Pikachu eine neue Attacke beibringt. Oder ob wir eine Alola-Form bekommen natürlich, ne? Du bist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. So. Guten Tag, Rockali. Was geht denn ab? Warum guckst du die Lichter an? Interessierst du dich für den Typ Unlichtmann? Wenn ja, dann hätte ich dir im Tausch gegen einen Slimer meinen Slimer vom Typ Licht anzubieten. Habe ich einen Slimer? Ich habe gar keinen Slimer. Ja, dann eben nicht, Mann. Ja, dann werde ich gleich wieder so beleidigt. Selbst wenn du die Entwicklung eines Pokémon abbrichst, kann es weitere Attacken erlernen. Manchmal lohnt es sich sogar, die Entwicklung zu verzögern, bis er eine bestimmte Attacke erlernt hat. Ja, genau.
Glomanda lernt zum Beispiel Flammenwurf auf Level, keine Ahnung, ich glaube auf Level 32, Glutexo auf 34 und Glurak auf 36, beispielsweise. Beispiel, ne? War jetzt nur ein Beispiel. Ich wollte die Arena der Zinnoberinsel besuchen, aber die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben. Vielleicht ist diese Villa, in der ein Freund des Arenaleiters gewohnt haben soll. Achso, vielleicht ist er da. Okay. Hast du eigentlich viele Freunde? Hier im Spiel glaube ich eher nicht so nie. Soviel ich weiß, werden mit Freunden getauschte Pokémon schneller stärker. Es kann sich ja nicht schaden, das mal auszuprobieren. Ja, die kriegen ja so spezielle Erfahrung. Ja, das brauchen wir aber nicht. So, ich werde mich hier nochmal ein bisschen eindenken. Hallo. Für den Fall der Fälle sollte man immer jede Menge Items bei sich haben. Jo. Ob sie hier das Item X-Angriff verkaufen? Es ist doch in Kämpfen so nützlich. Da ist den Angriffswert erhöht. Was ist mit dir los, Alter? Kämpfen wir richtig, nicht mit so Chemo-Scheiße. Ich will kaufen. Was will ich denn eigentlich kaufen? Eigentlich brauche ich gar nichts. Eigentlich brauche ich gar nichts. Düsen wir mal ab. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier nach oben in die Arena. Auf der Tür steht etwas in kleiner Schrift geschrieben. Frage: Wo befindet sich der Schlüssel zu dieser Arena? Hinweis: Vielleicht in einem zugewachsenen Gebäude. Meinen Sie etwa das hier? Hin und wieder sehe ich, wie Forscher in der Pokémon wieder verschwinden und nie wieder mehr hinauskommt. Nein, Quatsch. Ob Sie da drin etwas Experimente durchführen? Ja, wahrscheinlich. Wer weiß, wer weiß. Gegengift. Aber haben sie schön gemacht, die Pokémon-Villa. Ich bin riesig gespannt, wie die Pokémon-Villa ist. Hör auch auf die Musik. Die Musik war immer so ein bisschen creepy gewesen. Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er hat hier schon gelebt, bevor das Labor gebaut wurde. Alles klar. So, und hier natürlich können wir unsere Fossilien klären. Willst du dich etwa in unserem Labor umsehen? So jung und schon so neugierig. Sehr löblich. Aber bevor wir das machen, muss ich nach Mamoria City. Ich brauche da noch den Altbärenstein. Putzler schaut aufmerksam. Irgendwohin. Himmelsritt. Auf nach Mamoria City. Den Weg nach Mamoria City. Ist natürlich falsch. Ja, jetzt haben wir ja zur Schneider. Wir hätten den schon früher holen können. Haben wir aber nicht gemacht. Deswegen machen wir es jetzt. Wir machen den zur Schneider. Und dann holen wir uns mal ganz eben schnell den Bärenstein. Den Altbärenstein. Hallo. Oh, die Geheimnisse des Universums, die Geheimnisse unseres Planeten. Es gibt noch so vieles, was wir nicht verstehen. Gerade deshalb dürfen wir unsere Forschung nicht aufgeben. Du sagst es. In unserer Ausstellung befinden sich äußerst seltene Fossilien urzeitlicher Pokémon. Jo, du hast das Vieh, okay? Ey, du bist wohl ganz clever, einfach durch den Hintereingang zu kommen und keinen Eintritt zu zahlen. Was? Na egal. Weißt du, was Bärenstein ist? Jo. Es soll irgendwo ein Labor geben, in dem man großartige Experimente mit Bärenstein durchführt. Mit dem darin eingeschlossenen genetischen Materialien sollen angeblich Pokémon aus der Urzeit wieder zum Leben erweckt werden. Da hast du recht. Psst, ey, kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich glaube, in diesem Stück Bärenstein sind konservierte Pokémon-Gene enthalten. Es wäre eine Sensation, wenn man diese Gene dazu nutzen könnte, das Pokémon wieder zum Leben zu erwecken, Mann. Aber die Kollegen hier glauben mir nicht. Sie nehmen mich nicht ernst. Deshalb habe ich eine große Bitte an dich. Ich möchte, dass du den Bärenstein für mich zu irgendeinem Pokémon-Labor bringst und ihn dort untersuchen lässt. Okay, das mache ich. Das Pokémon behalte ich dann. Tschüss. Weiß gar nicht, ob es was gibt, wenn man mit dem Aerodactyl im Team wieder zurückkommt und ihm das so quasi zeigt. So, guck mal, Leute, hier gibt's ein, ne? Da war was drin, irgendwie so, nach dem Motto. Das habe ich so jetzt noch nicht ausprobiert. Na klar, kann ich auch nicht, wenn ich das erste Mal hier bin. Aber trotzdem. So, jetzt können wir uns alle Fossilien-Pokémon holen. Wir haben ja schon Ammonitas, haben wir ja schon rübergetauscht vom Go-Park. Achso, das ist falsche Labor. Ja, ist auch gut. Und
Jetzt holen wir uns Kabuto und Aerodactyl und dann, Leute, haben wir alle Fossilien-Pokémon. Die müssen wir natürlich dann noch entwickeln, ja, ist klar. Aber so an sich passt das schon. Dieses Sofa ist total weich, es fühlt sich an, als würde man auf Wolken sitzen. Das ist eine Information, die brauche ich. Das hier ist unser Empfangsraum. Hier halten wir Meetings und Gästen. Was, wenn er gerade mal nicht belegt ist, kommen manche Forscher her, um sich von der Arbeit zu drücken. So wie ihr beide. Ich habe auf dem Mondberg ein Fossil gefunden. Das stammt sicher von einem seltenen urzeitlichen Pokémon. Jo, vielleicht. So, wir überziehen mal ganz kurz, weil ich will auf jeden Fall meine Pokémon hier noch haben. Hey du, da renn auf den Gang, ist verboten, Mann. Hey, das wollte ich schon immer mal sagen. Oder überziehen wir oder machen wir es im nächsten Part? Ah, ich glaube, wir machen das im nächsten Part, Leute. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet im nächsten Part wieder ein, wenn wir uns Fossilien-Pokémon holen. Mann, ich wollte mich doch nur drehen. Wenn wir uns Fossilien-Pokémon holen. So, jetzt haben wir es gemacht. Bis denn, tschüss.